Der Bischof wird konsekriert, der Priester wird konsekriert, das heißt, aus dem Volk herausgenommen für eine Aufgabe an Gott. Ja, wir sind herausgenommen aus dem Volk. Wir sind Priester, Bischöfe. Und wenn wir das möchten ausspielen, dann ist es der Verderb, was wir machen. Wenn wir aber wissen, dass wir Diener Gottes sind und für euch bestimmt sind, um euch zu helfen, euch die Sakramente zu geben, und wenn wir können, noch euch wieder auch manchmal korrigieren, was man ja nie gern hat, scheinbar. Ich habe so viele Leute, die begeistert sind von diesem Schwerbischof. Aber wehe, wenn er mal etwas sagt, vielleicht wäre es besser, wenn du dort vielleicht so. Es wäre Gott angenehmer, oder? Nein, nein, dann ist, da irre ich mich. Das, gut. In der römischen katholischen Kirche, das ja eigentlich meine Mutter wäre, die römisch-katholische Kirche, aber die wird momentan vergewaltigt von den eigenen geistigen Söhnen. Und da kann ich nicht mehr mitmachen, nicht mehr. Geht einfach nicht mehr. Also was konsekriert ist, das geht nicht mehr weg. Diese Bischofsweihe oder die Konsekration oder wenn wir zu, wenn Gott, ich darf das gar nicht aussprechen, wenn ich jetzt zur Hölle fahren würde, er hört es nicht gerne, aber, weil ich wüsste zwar nicht warum, aber dann werde ich auch das behalten. Und das wird den Teufel immer ein grausames, das wird ihn ärgern. Und er wird diesen erst recht dran nehmen. Wehe, ihr Konsekrierten, wenn ihr nicht entspricht der Aufgabe. Ihr habt gesehen, was mit diesem heiligen Öl alles geschieht. Es ist tatsächlich anbetungswürdig. Es ist tatsächlich die Kraft vom Heiligen Geist. Ich habe zwar elendiglich und doch mit allem, was mir zur Verfügung stand, versucht, die dritte Person der Dreifaltigkeit hervorzubringen. Natürlich, Gott, der Dreifaltige, und ich, das kleine Würmchen, kann natürlich nicht über ihn so reden, wie er sich mir zeigt. Der Heilige Geist, also gut, wer ist bei mir unter den Dreien der Favorit? Sagen wir es mal ein bisschen volkstümlich. Alle drei. Ich wüsste nicht, müsste ich jetzt sagen, der Vater in erster Linie oder der Sohn oder der Heilige Geist. Wir brauchen alle drei. Und es ist für mich manchmal grausam, wenn ich mal sehe, wie Kirche Menschen da sind und nicht mal wissen, was das ist bei der Verwandlung. Und Schuld trägt das Bodenpersonal der römisch-katholischen Kirche. Schrecklich, aber ist so. Also es ist wieder das Geschehen jedem heiligen Messopfer. Und das kann nur der gültige weihte Priester. Gut, es würde schon genügen zum Priesterweihe, wenn er einfach die Hände auflegt. Zum Priestertum. Aber er hätte nicht diese Gewalt in sich, die er dann bekommt durch die Salbung der heiligen Öle, des Krisams. Wenn zum Beispiel in Japan, in China,
In der Untergrundkirche gibt es versteckte Bischöfe und Christen, wo auch schon im Gefängnis, weiß ich was alles sind. Und da gibt es Bischöfe, wo schon sehr, sehr alt sind, die müssen rechnen durch die Tortur, wo sie durchmachen müssen, dass sie nicht mehr lang leben. Dann tun sie einem jungen Mann, sie haben noch keine Öle bei sich, sie legen ihm die Hände auf und machen sie zu Priestern, sogar manchmal gar zu Bischöfen, dass die Kirche dort immer weitergeht in den Untergrund. Und dann heißt nur, sobald ihr wieder frei seid und zum Heiligen Öl kommt, dann lasst euch von dem Heiligen Öl nochmal salben. Es ist die Kraft des Heiligen Geistes. Die Priester können wohl die Messe lesen, aber sie haben noch nicht die Kraft vom Heiligen Geist. Ich mache also heute nochmal das Heilige Öl. Ob ich das nächste Mal, nächstes Jahr, auch hier oder schon in einem Haus, das weiß Gott zurzeit. Wir brauchen unbedingt ein Haus. Denn es soll für was Kommendes wie eine Arche sein. Ich glaube, ich habe es gestern schon gesagt. Überall auch, wo Menschen sind. Vorwiegend einmal in erster Linie dort, wo man auch Messe lesen darf, in den Häusern. Das sind auch Archen. Und wo ein Gläubiger ist, das ist für mich peinlich. Wer mir vertraut, hat auch den Archeschutz. Und wenn ihr etwas habt, wo ich euch mal was sage, wo euch komisch vorkommt oder ich nicht begreife, das ist ja logisch, was von Gott kommt. Der Mensch macht immer den großen Fehler. Und vorwiegend die hohen Theologen, dass sie Bücherwissenschaft nehmen. Buchwissenschaft. Wenn ihr in den Wald hineingeht, könnt ihr da mehr lesen als in den Büchern, wenn Gott es euch gibt. Aber Achtung, jetzt sagt nicht, ich gehe in den Wald, da kann ich andächtiger sein. Das verstehe ich, ja. Aber wollt ihr denn auf den Heiland verzichten, in Leib und Blut? Sagt einmal, wenn eine Mutter, der Sohn war lange in der Fremde und jetzt kommt er nach Hause und sie hat ja von ihm ein Foto, oder? Jetzt kommt der Sohn und sagt, ich liebe dich. Ja, das ist doch so, oder? Ich sehe in den Wäldern alles, Gottes Gedanken, Gottes, was er gedacht hat und die Liebe, wo er gemacht hat, für den Menschen angepasst. Aber hier bekomme ich ihn persönlich. Tiefer als Mann und Frau im Bett. Ich weiß schon, ich rede manchmal ganz krass. Man wird auch eins. Aber wenn ihr zur Kommunion geht, geht er in euch hinein und bleibt in euch, solange als ihr seinen bewusst sind. Oder es sei, dass er muss raus.